Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Ich bin ein Lappen, denn ich, ja. Man kann das Pokémon dort hinten links nicht fangen. Ja. Ich bin ein Lappen. Aber gut, dann fangen wir es halt noch nicht. Diese Pokémon da an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Ja, das ist es. Ich wollte auch eigentlich Taubsi schon ein wenig trainieren, während ich halt das Pokémon suche, zumindest so auf Level 5 oder so. Aber das hat sich erledigt. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Oh, okay. Raupi ist nicht giftig, aber Hornlio. Achte auf seinen Giftstachel. Okay, danke für die Info. Im Pokémon-Center haben wir noch ein paar Leute, mit denen wir reden können. Hallo. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort behandelt man dein Pokémon kostenlos. Das ist gut. Im Pokémon-Center kannst du müde, verletzt und besiegte Pokémon heilen. Okay, danke. Für die Info. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man sich... hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Ja, dort können wir unsere Pokémon und unsere Items lagern, die wir nicht brauchen. Was gibt's denn so im Pokémon-Markt? Ach man, ey. Der Husten kommt schon wieder durch. Das ist erst der zweite Part, den ich jetzt aufnehme. Mann. Ich glaube, wir kaufen uns gleich nochmal ein paar Pokebälle dazu. 4 dürften erstmal reichen, aber 8 Pokebälle. Und dann kaufen wir auch nochmal 2 Tränke. Und ja, komm. Wir gehen durch den Fertania-Wald bald. Also kaufen wir nochmal 3 Gegengift. Zur Not. Und... Hallo. Ich muss Tränke kaufen. Man weiß nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Das stimmt natürlich. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Jo. Habe ich schon gemerkt, habe ich mir schon ein paar von gekauft. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Hallo. Oh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Oh. Eine Schule. Okay, dieses liest sorgfältig den Text auf der Tafel. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Nee, lass mal nicht. Mach mal nicht. Das will ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Hallo, Fertania City, das immergrüne Paradies. Okay. Das ist eine Pokémon-Arena, aber in die kommen wir leider noch nicht rein, Leute. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. Hallo, oh, ein Habitag. Willi. Habitag. Okay. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Und Willi ist einfallsreich? Einfache Namen kann man sich leichter merken. Willi ist einfallsreich? Dein Ernst? Okay. Wenn ich zum Einkaufen nach Memoria City möchte, muss ich immer durch den Fertania-Wald gehen. Ja, es ist ätzend, ne? Nun, jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex. Dann will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit jedem neuen gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Doch, weiß ich, ich hab doch schon Neues. Solltest du immer besser... Nein, musst du nicht... Oh. Okay. Ja, gut. Mhm. Klickt auf den Beutel, okay. Wählt dann seinen einzigen Pokéball aus, ohne das Pokémon vorher geschwächt zu haben, was Level 5 ist, und du trittst sogar ohne ein Pokémon an, okay. Das kann ich nicht, ich falle in Ohnmacht, wenn ich keine Pokémon habe. Und dann fängt man das Hornlio. Okay. Gut zu wissen, dankeschön. So, das war doch perfekter Anschauungsunterricht, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Ein Lehrkanal. Und hier bei der Kanal in Basistasche. Achso, falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Okay, dankeschön. Hallo. Diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arenaleiter sein mag. Das werden wir erst ganz, ganz spät erfahren, Leute. Okay, was steht hier? Tipps für Trainer. Fange Pokémon, um deine Sammlung zu erweitern. Oh, was? Je mehr du besitzt, desto leichter werden die Kämpfe. Okay. Das stimmt natürlich. Weil wir mehr Möglichkeit haben, den Kampf zu gewinnen. Route 2, Fertania City, Memoria City.
Okay. Ja, auf dieser Route gibt es leider auch noch nicht das Pokémon, was ich eigentlich fangen wollte. Da kommen wir nicht lang, okay. Und jetzt kommen wir durch den Wald, Leute. Der Wald. Oh, erstmal noch hier durch, okay. Hast du einen Radfratz gefangen? Das ist klein, aber sein Biss ist heftig. Nein, ich möchte keinen Radfratz, danke. Du gehst in den Fetania-Wald? Sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Ja, das stimmt natürlich. Aber wir sind ja alle Profis, Leute, ne? Das heißt, wir wissen natürlich, wo wir lang gehen müssen. Und hier hinten dürfte irgendwo ein Pokémon, ein Pokéball sein, ne? Ein Item. Ne, hier nicht, okay. War das nicht hier oben? Irgendwo, ja, hier links, genau. Aua. Oh, hallo Safcon. Das wird ein anstrengender Kampf, Leute. Denn Safcon kann nur härter. Und Taubsi macht kein Damage. Das tut mir leid für euch. Aber ich muss Taubsi trainieren und so. Und Safcon ist halt safe, easy zum Trainieren. Ich weiß nicht, wenn ihr... Also... Es wird ja jetzt nur der Anfang sein. Später wird es ja nicht mehr so schlimm sein. Aber... Wie seht ihr das? Soll ich bei so einem Kampf, wo halt Safcon echt nur Härtner einsetzt oder halt auch später Kokuna oder so, soll ich da die Speed-Taste drücken? Das heißt, ich mach das gleich mal kurz, wenn, ohne irgendwas vorspulen zu können. Was geht eigentlich, ne? Diese Taste. Soll ich sie drücken? Oder soll ich das weiter so machen, wie ich es jetzt mache? Das heißt, den Kampf durchziehen und hoffen, dass es nicht so lange dauert. Es geht ja jetzt gerade. Also, von daher. Ich weiß doch nicht. Was? Boah, jetzt ging Tackle daneben. Mann. Die Verteidigung kann schon nicht mehr erhöht werden, ey. Das ist zu heftig. Schlimmstes. Schlimmster Moment im Pokémon. Aber Taubsi hat ein Level-Up. Das wollte ich. Das haben wir erreicht, Leute. Schönes Level-Up für Taubsi. Auf dem gleichen Feld. Ich habe mich nur nach links gedreht. Haha. Was? Alles klar. Okay. Ja, akzeptiere ich. Oh. Okay, das ist der letzte Part, den ich heute aufnehme. Ist zwar nur der zweite, aber... Also allgemein das zweite Video heute, was ich aufnehme. Und es ist halt echt... Es geht jetzt schon auf die Stimme. Das ist... Man merkt, Streams würde ich immer noch nicht schaffen. Schöner Volltreffer an der Stelle. Fadenschuss. Deckel. Bam. Alles klar. Sehr gut. Aber Level Up ist nicht drin. Doch. Oh. Das ist natürlich geil. Schönes Level Up für Taubsi. Sandwirbel. Ja, kann vielleicht hilfreich werden. Gegen das ein oder andere Pokémon. Und wir finden einen Pokéball. Das ist natürlich nett. Den nehme ich doch gerne an mich. Ein Raupi. Ein Raupi Level 4. Und Leute, wisst ihr was? Dieses Pokémon ist ein Teammitglied. Ja, ihr habt richtig gehört. Raupi ist ein Teammitglied. In diesem Pokémon-Run. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so Bock, ein Smetbutt zu haben. Nein! So, als ob ich jetzt ein Voll... Als Taubsi, als ob du jetzt gerade einen Volltreffer gemacht hast. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ja, aber ich habe richtig Bock, ein Smetbutt zu trainieren. Smetbutt zu haben. Deswegen habe ich mir gedacht, komm... Machen wir in dieser Edition hier mal. Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, könnten sie fliehen. Okay. Ja, deswegen müssen wir einen Raupsi suchen, Leute. Ein Raupsi. Ein Raupi. Bei Vergiftungen hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt gewehrt. Ja, das stimmt. Ja. Raupi. Verurteilt mich nicht. Ich weiß nicht wieso, aber... Wie gesagt, Raupi, ich hab voll Bock. Ich hab voll Bock auf ein Raupi. Beziehungsweise nicht auf ein Raupi an sich. Das hat schon mal mehr Verteidigung als das andere Raupi. Der Verteidigungswert ist schon mal höher. Weil jetzt war das Taubsi eben schon fast auf der Hälfte der KP. Das heißt, es war nicht so schlecht. Wir haben, wie es aussieht, ein etwas stärkeres oder besseres Taubsi gefunden. Und ich würde sagen, wir nutzen jetzt auch schon einen Pokéball. Um es zu fangen und hoffen, dass es auch drin bleibt. Yes. Und ich glaube, Taubsi... Taubsi, was sag ich da?
Raupi-Wurm. Dieses Pokémon trägt Saugnäpfe an den Beinchen. Es kann mühelos Steigungen und Mauern erklimmen. Hm. Nein, ich möchte keinen Spitznamen für Raupi. Ich glaube, ich werde Smetbo später auch gegen... Achso, nee, ich will jetzt... Eigentlich will ich nur Taubsi weiter trainieren. Raupi später gegen... Misty einsetzen. Ich glaube, das ist eine relativ gute Wahl. Shiggy ist halt unnötig, weil es zu Wasserattacken kann. Taubsi könnten wir halt auch noch einsetzen. Und unser viertes Teammitglied ist halt auch nicht unbedingt strong gegen Wasser-Pokémon. Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. Ja, manchmal geht das gar nicht. Wie zum Beispiel da. Denn wir wollen diesen Pokéball haben, um einen Trank zu finden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Den Trank, den wir gerade für Raupi eingesetzt haben, haben wir schon wieder raus. Ich würde sagen, wir trainieren Taubsi erstmal auf Level 6 und dann trainieren wir Raupi auf Level 6. Dann ist Raupi schon mal ein Safkon. Mit Level 6, oder war das mit Level 7? Nee, mit Level... Nee, 7, oder? 7 und 10. Oder 6 und 9. Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr. Als ob Taubsi, komm schon. Eine Attacke ging daneben. Also, Shiggy brauchen wir halt erstmal nicht wirklich trainieren. Weil wir ja, den können wir halt in der Arena gleich sehr gut trainieren. Da können wir halt Taubsi und Raupi sehr schlecht einsetzen. Deswegen ist da Shiggy halt die beste Wahl. Und dann kriegt er dann noch ein paar Erfahrungspunkte, halt ein paar mehr. Ich würde sagen, so Level 8 oder 9 könnte vor der Arena noch drin sein. Und gut, dass ich Gegengift gekauft habe. Das wäre jetzt nämlich sonst ein bisschen fatal für Taubsi. 37 Erfahrungspunkte, Taubsi ist Level 6. Das ist natürlich sehr schön. Das ist sehr gut. Ich wollte halt auch eigentlich kein Taubsi nehmen als Flug-Pokémon, aber... Ja, weil das ist so... Also es wäre so Standard gewesen. Aber ich habe halt kein anderes cooles gefunden, was wir halt so auf einem regulären Weg fangen könnten. Und was halt... Ich habe noch an Dratini gedacht, später Dragoran fliegen und so. Aber das wäre halt zu spät gewesen. Viel zu spät. Ach, du willst gar nicht kämpfen? Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Ja, das stimmt. Aber die haben wir ja. Wir haben unser Raupi. Und nach der Stadt könnten wir uns ja wieder welche kaufen. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Ja, alles klar, machen wir. Ein Hornliu gegen meine Raupi. Oh, das ist schon Level 6. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Giftstachel vor allem. Na, ist nicht effektiv. Gift ist auf Käfer normal? Oder ist Raupi nur normal? Nee, Raupi ist doch Käfer, oder? Oder? Moment, das muss ich mal kurz nachgucken. Bericht. Raupi ist Käfer. Gift ist auf Käfer normal? What? Wusste ich gar nicht. Es wird ein schwerer Kampf, Leute. Ich glaube, ich muss sogar einen Trank zwischendurch einsetzen. Aber wir ziehen das durch mit Raupi. Wir wollen es trainieren. Wir wollen ein schön starkes Smetbo haben. Oh ja. Ich weiß, wer heute nicht mehr aufnehmen wird nach dem Part. Oh Mann. Ist echt ätzend. Man setzt doch nicht immer Fadenschuss ein, Mann. Meine Initiative ist schon komplett gesunken. Ich glaube, Raupi können wir gleich nach dem Kampf nicht nochmal einsetzen. Weil sonst die Initiative ist halt so schlecht. Ich glaube, wir lassen Raupi im nächsten Kampf noch drin. Aber wechseln auf... Ich glaube auf Shiggy. Damit Shiggy ein bisschen Erfahrungspunkte kriegt. Und die halt mit Raupi teilt. Also Level 5 ist auf jeden Fall drin für Raupi. Level 6 weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich den nächsten Kampf mit Raupi durchziehen würde, dann wäre es drin. Aber... So glaube ich nicht. Level 5, nice. Raupi, ein Raupi gegen ein Raupi. Okay. Kommt mal kurz... Level 6, okay. Ich wollte gerade sagen, komm kurz drauf an, welches Level das Raupi ist. Ups. Nein, nicht Bericht. Ich wollte eigentlich tauschen. Aber... Nee. Wir setzen Shiggy ein. Dann kriegt Shiggy auch ein paar Erfahrungspunkte. Raupi kann sich ein wenig von der Initiative erholen. Von der Initiativsenkung. Volltreffer, okay. Blubber ging so an Damage, okay. Und ja gut, das nimmt sich nicht viel Tackle und Blubber. Hätte sein können, dass
dass Raupi vielleicht eine niedrigere Spezialverteidigung oder so hat, aber wie es aussieht, ist es relativ gleich, also viel mehr Damage machen wir nicht. Beziehungsweise, vielleicht hat Jiggy auch einfach nur niedrigeren Angriff oder so. Ich habe auf die Werte jetzt nicht genau geguckt. Und Raupi ist leider kein weiteres Level abgekommen, das ist schade. Aber das kriegt es hier in dem Part und in diesem Wald auf jeden Fall noch. Okay, warum guckt der Trainer zu dem Gras, als ob ein normaler Mensch durchs Gras läuft, anstatt hier den Weg lang? Okay, aber hallo. Hey, ein Pokémon-Trainer, stiehlt sich nicht so einfach davon. Ich hab dich angequatscht. Okay. Ein Herausforderer, yeah. Ein Hornio wird in den Kampf geschickt. Level 7. Ja, es gibt sehr viele Erfahrungspunkte für Raupi, aber Raupi hat halt so null Damage gefühlt. Das ist ja das Problem. So, Raupi ist anfangs halt immer noch komplett useless. Das ist nicht komplett useless, aber es hat halt nur Tackle. Also es dauert halt einfach, es dauert halt lange. Dieses Hornio setzt nur Fadenschuss ein. Ich meine, es ist halt prinzipiell echt gut, dadurch, dass Raupi dann halt kein Damage frisst. Aber es ist halt so lange Animation auch. Aber okay. Ach Mensch. Nach dem Kampf ist Raupi auf jeden Fall Level 6. Aber ich glaube, ich muss auch gleich einen Trank einsetzen für Raupi. Ja, ich muss gleich definitiv Raupi einen Trank geben. Ja, sogar jetzt sogar noch. Vor dem Kampf oder vor dem Kampfende. Okay, schade. Ich dachte, wir können jetzt vielleicht den Kampf noch beenden, dann Level ab raushauen. Sodass Raupi vielleicht erst nach dem Kampf geheilt werden muss und jetzt nicht so einen extra Hit frisst. Aber naja, schade. Schade. Hornio, yeah. 78. Erfahrungspunkte und Raupi erreicht Level 6. Als nächstes Hornio. Raupi bleibt drin. Wir trainieren Raupi jetzt, bis es ein Safcon ist. Das heißt, bis Level 7, dann noch ein bisschen Taubsi wieder. Und dann kommt erstmal Shigi dran, würde ich meinen. Oh, es ist halt so anstrengend. Leute. Raupi hat halt kein Damage. Mann. Also, soweit ich weiß, ist Madpo ist auch eher so spezialangriffstechnisch basiert, oder? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ich glaube ja. Boah, dieser. Ey, ist die Initiative von Raupi nicht gleich minus 200? Oder hat Raupi eigentlich eine hohe Initiative? Oder ist es durch das Level Up resettet worden? Das kann natürlich auch sein. Aber okay. Initiative sinkt. Bam. Tackle. Din, din, din. Din, 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 din. Oh. Ich glaube, ein Hit kriegen wir noch, ne? Ein Hit können wir noch aushalten. Macht er nur 3 Damage. Und dann wechseln wir auch Raupi aus. Würde ich sagen. Es dürfte jetzt Level 7 sein, oder? Nicht? Ein Kokuna. Das kann nur Härtner. Ich wechsle trotzdem zu Taubsi kommen. Warum nicht? Raupi kriegt das Level ab und dürfte sich dann auch zu Safcon entwickeln auf jeden Fall. Und für Taubsi könnte theoretisch auch noch ein Level Up drin sein. Es geht halt übel auf die AP, ne? Also ich glaube, bis zum nächsten Part bin ich noch einmal im Pokémon Center gewesen, Leute. Ich erspare euch den Weg. Weil das ist ja für euch wahrscheinlich auch einfach langweilig, wenn ich einfach zurücklaufe ins Pokémon Center und dann wieder herlaufe und in der Zeit nichts passiert. Es ist ja auch, also es ist Zeitverschwendung so, unnütze Zeit, die verloren geht. Wenn es jetzt mitten im Part wäre so, dann würde ich es halt drin lassen. Aber so am Ende eines Parts kann ich in der Zwischenzeit zwischen dem einen und dem anderen Part einfach mal schnell ins Pokémon Center gehen, das ist ja kein Ding. Solange dazwischen halt nichts Krasses passiert, das wird es ja nicht. Dadurch, dass hier halt nichts ist. Aber ja, der Part ist auch gleich vorbei. Verteidigung kann nicht weiter erhöht werden. Ich hätte Raupi drin lassen können, dadurch, dass Kokuna wirklich nur Härtner kann. Aber hätte ja sein können, dass es vielleicht doch Tackle einsetzt. Ich weiß es nicht. Oder Giftstachel ist es ja bei Kokuna. Raupi ist Level 7. Taubsi. Ah, nice. Taubsi ist auch Level 7. Leider noch kein Flügelschlag.
Schnabel? Flügelschlag, ne? Ja. Aber Raubi entwickelt sich, Leute. Dip, 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 dip. Yeah. Unser Raubi wurde zu einem sehr müde aussehenden Safkon. Safkon Härtner. Das ist eine Attacke, die brauche ich nicht unbedingt. Aber gut, Leute, wir lesen noch einmal kurz das Schild hier. Hinzu Trainer, du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Oh, das ist gut zu wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns hier dann im nächsten Part wieder. Ich war dann beim Pokémon Center, habe meine Pokémon geheilt. Was auch sehr nötig ist. Und ich würde sagen, wir trainieren dann erstmal. Wir könnten. Eigentlich trainieren wir Safkon weiter, komm. Wir trainieren Safkon noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!